herzlich willkommen, liebe Wagen, zu einem neuen Video. Ja, frohes neues Jahr erstmal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid schön ins neue Jahr gestartet. Nicht so wie ich, krank, ja. Passiert aber auch mal. Ich wollte euch nochmal vielen Dank sagen, ja, für das letzte Jahr. Vielen Dank für die tollen Kommentare, für die Unterstützung, für eure Abos. Ich bin ja ziemlich frisch auf diesem Kanal zumindest, ja. Und ich hoffe, dieses Jahr wird produktiv und uns erwartet noch eine schöne Zeit zusammen. Dies ist eine allgemeine Legung für den Januar. Möchtest du eine private Legung, kannst du mich sehr gerne kontaktieren. Die E-Mail-Adresse ist unter diesem Video hinterlegt. Ansonsten, ja, starten wir mal, würde ich sagen. Ja, wir nehmen jetzt mal eine Tarotkarte, ja, für den Januar. Was ist da so die Hauptenergie für dich in diesem Monat? Was können wir da wahrnehmen oder was kann ich da wahrnehmen, ja? Für die lieben Wagen. Ich bin übrigens auch Waage. Waage Januar. Schaut euch sonst auch ruhig euren Aszendenten oder euer Mondzeichen an, ja? Wie ihr das berechnet, steht sonst im Internet. Da haben wir sie. Die Gerechtigkeit, ja. Also, entweder kommt jetzt auf euch Gerechtigkeit zu, ja. Vielleicht müsst ihr hier irgendwas ins Gleichgewicht bringen im Januar. Kann auch sein. Vielleicht habt ihr hier irgendwas Juristisches, Behördliches vor euch oder wartet hier drauf, ja. Aber ansonsten, was ich hier wahrnehme, diese Gesamtenergie ist eigentlich ganz schön, ja. Vielleicht geht es ja auch so ein bisschen um Karma. Man erfährt hier vielleicht Gerechtigkeit, ja, und bringt hier etwas wieder in Gleichgewicht. So, dann nehmen wir nochmal eine Orakelkarte für euch oder für uns, ja. Mach dich locker, haben wir hier einmal. Ja, das ist die Orakelkarte. Also, falls du irgendwie verspannt warst, sollst du dich in diesem Monat locker machen. So. Kleines Kind und guter Ausgang in der Liebe. Zum Neuanfang. So, dann schauen wir mal. Die erste Woche. Die hat ja jetzt auch schon begonnen, ne? Nächste Woche Januar. Was kommt da auf uns zu? Das Gericht. So. Das große Glück. Erklärungskarte für Diebstahl. Ja, für einige von euch geht es hier vielleicht um Familienangelegenheiten, ja, weil wir haben hier das reiche Mädchen mitunter. Wir haben hier wieder das Gericht, ja, also vielleicht wurdet ihr hier für etwas verurteilt oder beurteilt und vielleicht kommt das Ganze jetzt wieder ins Gleichgewicht, wie die Gerechtigkeit hier schon sagt, ja. Vielleicht handelt es sich hier wirklich um etwas Behördliches in der ersten Woche. Vielleicht erfahrt ihr hier irgendwas oder da kommt Post oder es klärt sich jetzt irgendwas, ja. Hier liegt nämlich das große Glück, ja. Es kann nämlich sein, dass in Familienangelegenheiten es vielleicht Streit gab oder sowas, ja.
Diese Karte steht halt auch immer dafür da, dass hier irgendwie ja deine Energie so auf Null war, ja. Also es ist ja so ein Energieräuber hier. Hier ist dir etwas abhanden gekommen, ja. Und hier drumherum liegt natürlich das große Glück und das reiche Mädchen. Also vielleicht kommt dann diese Woche das Ganze wieder in Gleichgewicht. Also wenn dir hier Unrecht getan worden ist, ja. Ich meine, die Feiertage liegen ja hinter uns und wie wir alle wissen, verlaufen die nicht immer sehr positiv, weil die ganze Familie vielleicht dann aufeinander trifft und vielleicht ist da irgendwas gefallen, ja, irgendwelche Sätze oder Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen, also irgendwas Zwischenmenschliches vielleicht. Das kommt hier aber wieder ins Gleichgewicht. Also reiches Mädchen, das ist einfach innerer Wohlstand hier, ja. So, die zweite Woche im Januar. Ja. Oh. Gewinngeldkarte, ja. Ja, die drehen sich immer um, wollen aber nicht so ganz raus. Noch eine Karte. So, also hier haben wir die Militärsperson. Die Militärsperson steht vielleicht auch wirklich für die Ärzte, ja, kann sein, steht aber auch vielleicht für deinen Beruf, wenn du hier eine Uniform, also eine weiße Uniform trägst. Sie steht aber auch einfach, ja, also für etwas Stabiles, dass hier etwas richtig läuft. Die viel Gewinngeldkarte liegt hier aber und die kurze Krankheit, also das könnte sein, dass euch hier in der zweiten Woche vielleicht etwas extrem fordert, ja. Diese Karte muss ja nicht immer für Geld stehen, steht sie auch nicht. Also entweder gebt ihr hier viel oder ihr bekommt viel von was auch immer, ja. Und hier liegt nämlich die kurze Krankheit. Also vielleicht sind hier einige von euch dann krank und sollten vielleicht hier den Arzt aufsuchen. Einige von euch ja, bekommen hier vielleicht Geld. Das kann auch möglich sein, ja. Oder etwas, was euch hier viel bedeutet, aber hier liegt die kurze Krankheit drin. Kann natürlich sein, zum Beispiel, wie das jetzt ja, für mich passt, dass ich eine kleine OP nächste Woche habe. Das passt natürlich hervorragend dazu, zu der zweiten Woche. Die kurze Krankheit kann aber für Stress auch stehen, steht aber auch für die Krankheit, ja. Aber es muss nicht immer irgendwas Schlimmes heißen, auch so wie bei mir jetzt der Fall ist. Heißt einfach nur, dass man vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt, sich ausruht, mal die Beine hochlegt, ja. Und in dem Fall kann die viel Gewinngeldkarte auch bedeuten, dass das vielleicht gut so ist, wie das jetzt, also dass hier der Arzt aufgesucht wird, ja, falls das auf euch hier zutrifft. Auf mich trifft das tatsächlich zu. So, die dritte Woche. Die dritte Woche. Also in der dritten Woche geht es darum, mit etwas, also einen Abschluss zu finden mit irgendeiner Angelegenheit oder ich findet eine Angelegenheit, einen Abschluss oder du musst mit etwas abschließen oder es schließt sich ganz von alleine ab. Hier ein Todesfall. Das heißt, es wird hier etwas beendet, etwas Neues fängt an. Hier sind deine Gedanken. Die Gedanken stehen auch eigentlich immer dafür da, dass du jetzt mal vielleicht tätig werden solltest, weil hier denkst du einfach nur erstmal drüber nach.
Ja, aber du willst etwas sozusagen, ja, du willst irgendwas durchziehen, du planst hier etwas, machst es aber noch nicht. Und hier liegt aber die Zusammenkunft, ja. Also die Zusammenkunft steht für Treffen jeglicher Art, für Feiern, Einladungen. Sie steht aber auch dafür da, dass du hier vielleicht mit jemandem zusammenarbeiten wirst oder dich mit jemandem triffst, um dich auszusprechen oder an irgendetwas zu arbeiten oder dass du einfach irgendjemanden triffst, ja. Vielleicht hat das ja auch etwas mit deinem Vorhaben hier zu tun. So, und die vierte Woche. Das ging ja schnell. So, hier haben wir einmal die gute Dame. Die gute Dame kann für eine ältere Frau stehen, wie zum Beispiel deine Mutter, ja. Sie steht für Naturheilkunde, also wenn es dir oder Kräuter, wenn es dir nicht so gut geht, dass du dich vielleicht so ein bisschen daran orientieren sollst, ja. Sie steht dafür da, dass jetzt aber etwas also in die Wachstumsphase auch kommt, ja. Vielleicht hat das hier irgendwas mit dieser Zusammenkunft in der dritten Woche zu tun, mit deinen Plänen, mit deinen Gedanken, vielleicht. Ja, kommt jetzt irgendwas ins Rollen und es wächst jetzt, ja, deine Ideen oder dein Vorhaben. Hier liegt nämlich der angenehme Brief. Hier bekommst du, also egal auf welchem Weg, ob es WhatsApp, E-Mail, Anruf, ne, das kann auch sein, dass dir das jemand sagt, ja, dass hier irgendwas, ja, also vielleicht hast du jetzt, also bekommst du jetzt einen Brief. Ja, oder die Mitteilung, dass es jetzt losgehen kann in deinem Vorhaben. Und hier liegt der lange Weg. Der lange Weg kann darauf hindeuten, dass das Ganze sehr stabil und langfristig für dich sein kann. Ja, es kann hier aber auch bedeuten, dass es etwas länger dauert oder halt längerfristig ist. Oder sie steht auch wirklich für einen langen Weg. Vielleicht hast du vor, hier irgendwo hinzufahren, ja, in der vierten Woche. Ja, ansonsten, ne, mach dich locker. Ist hier die Energie für den Januar? Ja, vielleicht gibt es hier angespannte Phasen. Und die Karte sagt, dass du so ein bisschen mal in dich gehen sollst, zur Ruhe kommen sollst. Und die Gerechtigkeit steht hier an für dich, ja. Ansonsten, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das sehr gerne machen. Aktiviere sonst auch gerne die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Über einen Kommentar oder einen Daumen hoch freue ich mich auch immer sehr. Ansonsten bleib gesund und bis zum nächsten Mal.